Gut, dann fangen wir jetzt schon mal an. Wenn noch andere Teilnehmer nachfolgen, wird das kein Problem darstellen. Ja, mein Name ist Tobias Jenner. Ich begrüße Sie, wie gesagt, zu unserem Webinar über das Dokumentenmanagementsystem. Unser Referent heute ist Markus Klees, an den ich auch gleich übergeben werde. Er wird uns das neue Dokumentenmanagementsystem einmal vorstellen. Und das Ganze wird ist angepeilt, dass wir ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde dafür beanspruchen werden. Und im Nachgang haben Sie dann die Möglichkeit, also Sie können auch währenddessen schon Fragen stellen. Und zwar nutzen wir dafür einmal die Chat-Funktion. Dort können Sie die Fragen einsenden. Die werden wir dann hier intern einmal sortieren und nach Bedarf dann eben im Anschluss einmal an den Herrn Klees nochmal weitergeben. Gut, dann übergebe ich an dich, Markus. Du kannst loslegen, denke ich. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Klees und wir werden uns heute das Dokumentenmanagementsystem einfach mal ein bisschen genauer anschauen. Dazu werde ich gleich meinen Bildschirm teilen und dann gehen wir mal tiefer in das ganze System rein. Wie der Herr Tjena schon gesagt hat, einfach die Fragen stellen, die Sie dann haben. Wir werden die dann bei Bedarf passend mittendrin oder am Ende im Nachgang dann alle Fragen beantworten. Der Bildschirm wird jetzt schon einmal geteilt, den Sie jetzt sehen können. Und wir befinden uns jetzt in dem Demosystem von Descore. Das heißt, Sie können das Demosystem sich auch dann selbst ansehen. Das werden wir im Nachgang auch nochmal zeigen, wie Sie zu dem Demosystem kommen können. Unter demo.descore.net ist das Ganze erreichbar. Ich bin ganz normal als Demo-User hier eingeloggt und dann sehen wir jetzt erstmal das Dashboard, wenn wir uns in Descore eingeloggt haben. Hier sehen wir unsere Aufgaben und verschiedene andere Bereiche. Das Ganze zeigen wir aber in verschiedenen anderen Webinaren. Heute wollen wir uns natürlich auf das Dokumentenmanagementsystem dann ja, konzentrieren. Was ist denn die Dokumentenverwaltung? Das heißt, in der Dokumentenverwaltung können Informationen, Dokumente abgelegt werden für bestimmte Bereiche. Ich gehe jetzt gerade schon mal in den Dokumentenbereich rein. Wir haben hier im Demosystem auch ein paar Daten für Sie hinterlegt. Das Ganze können Sie im Nachgang auch dann gerne selbst ausprobieren. Die Dokumenten sind eine Ablage. Das heißt, ich kann die Informationen, die ich habe zu einem Kunden, zu einem Auftrag, zu einer Bestellung, verschiedenster Bereiche, kann ich die Dokumente hinterlegen und entsprechend auch verschlagworten, damit ich das Ganze wiederfinden kann. Ich bin jetzt hier in der übergeordneten Ansicht der Dokumentenverwaltung und sehe alle Dokumente und kann jetzt hier zum Beispiel mal reingehen und sagen, hier habe ich eine Bestellung von einem Kunden. Das heißt, ich klicke hier doppelt drauf und lande dann bei den Eckdaten, die dazugehörig sind, die entsprechend verschlagwortet sind. Sie sehen, das Ganze wurde hier auch schon abgelegt, deswegen ist alles ausgegraut, das ist einmal schon alles fix und fertig. Wir können aber hier auf die Schnelle auch dann nochmal reinsehen und schauen, wie sieht das ganze Dokument denn aus. Das funktioniert bei Bildern als auch bei PDF-Dokumente. Sie können verschiedene Arten von Dokumenten hinterlegen, das können Word, Excel, PDF oder aber auch zum Beispiel ein JPEG-Bild sein, welches Sie hier hinterlegen. Hier sehen wir zum Beispiel, das Ganze ist verbunden. Das sind über Dokumentenmanagement-Arten. Das Ganze ist verbunden über eine Bestellung und mit der Unterart Kunde. Verknüpft ist das Ganze innerhalb eines Angebots und hier sehen wir auch die Angebotsnummer, nämlich das Angebot mit der Nummer 57. Und dann hier zu unserem Demokunden entsprechend auch die Informationen dann schon direkt eingetragen. Wir werden gleich an der Stelle auch ein paar Einträge mal selbst vornehmen, um zu schauen, wie einfach das Ganze funktioniert, um die Daten hinterlegen zu können. Das sind Basisdaten, die wir eintragen können. Ich wechsle mal auf einen anderen Eintrag. Das könnte der hier sein. Der ist jetzt noch offen. Hier müssen wir noch ein bisschen mehr verschlagworten. Wofür ist die Verschlagwortung? Die ist dazu da, dass ich das hinterher dann das Dokument leichter wiederfinden kann. Klar, ich kann in den Bereich jeweils reinspringen und sagen, ich gehe in den Kunden und schaue an, was hat er für Dokumente. Aber manchmal muss ich nach Begrifflichkeiten suchen. Und das kann ich hier machen, indem ich zum Beispiel eine externe Belegnummer hinterlege oder aber auch eine Referenznummer oder einen Kommentar. Die Informationen werden teilweise wie die Beschriftung auch automatisiert gesetzt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in einem Kunden, in einem Beleg das Ganze hinterlegen, wird automatisiert nochmal der Kundenname hier eingetragen, damit ich anhand des Namens das Ganze filtern kann. Zusätzlich zu den standardisierten Feldern, die wir haben, wie die externe Belegnummer, die Referenznummer oder aber auch den Kommentar, gibt es dann zum Beispiel hier unten die Zusatzfelder. Das Zusatzfeld 1, 2 und 3. Die Labels sind aktuell nicht definiert, deswegen steht hier noch das Zusatzfeld 1. Sie können in den Grundeinstellungen definieren, wie das Feld denn lauten soll. Und somit können Sie dann sagen,
oder können darüber neue Informationen definieren, die Sie hinterlegen, um die Dokumente leichter auffinden zu können. Das Dokument können Sie im Nachgang auch jederzeit wieder hier runterladen. Es geht entweder hier in diese Ansicht oder aber auch in der übergeordneten Ansicht hier vorne. Bevor wir jetzt weitere Dokumente reinziehen, zeige ich Ihnen einmal, wo wir die Dokumente alle hinterlegen können und in welchen Bereichen die verknüpft werden dürfen. Das heißt, zum Beispiel haben wir hier die Möglichkeit, mit Dokumenten, das ist die Gesamtdokumentenübersicht, zu gehen. Interne Dokumente, das sind Dokumente, die ich nur für den internen Bereich nutzen möchte, die vielleicht auch der Geschäftsleitung nur zugänglich sein sollen. Dann kann ich diese Information hier hinterlegen. Und ich habe auch noch einen Briefkasten. Der Briefkasten bedeutet, da ziehe ich erstmal alles rein, was ich später noch verarbeiten will. Sie sehen, hier in meinem Briefkasten sind jetzt noch 4 Dokumente drin. Die müsste ich jetzt noch sauber abarbeiten. Und sobald ich diese gewählt habe und entsprechend abgelegt habe, tauchen die dann nicht mehr in meinem Briefkasten auf, sondern sind dann in der globalen Übersicht, nämlich in den Dokumenten, zu sehen. Das Ganze ist natürlich rechtegesteuert. Wer darf in solche Bereiche denn überhaupt rein? Das heißt, wenn Sie unter Einstellungen Mitarbeiter, können Sie definieren, welcher Mitarbeiter darf in die jeweiligen Bereiche denn überhaupt rein. Das heißt, darf er das Dokumentenmanagementsystem überhaupt nutzen? Darf er interne Dokumente sehen? Den Briefkasten kann er, sofern er denn in die Dokumentenverwaltung rein darf, dann entsprechend natürlich auch sehen. Das Ganze kann man noch weiter klassifizieren, wer was sehen darf. Das heißt, selbst in internen Dokumenten können wir hergehen und können zum Beispiel sagen, dass dieses Dokument nur von einer bestimmten Dokumentengruppe angezeigt werden darf. Hier in unserem Demosystem haben wir jetzt noch keine Gruppen hinterlegt. Das heißt, Sie gehen einfach unter Einstellungen, DMS und können hier die DMS-Gruppen anlegen mit den verschiedenen Berechtigungen. Und der jeweilige Mitarbeiter, der zugeordnet ist zu dieser DMS-Gruppe, kann dann auch nur entsprechend diese Dokumente einsehen. Unter den Arten definieren wir, wie wir das Ganze verschlagworten können. Die Verschlagwortung, da öffnen wir nochmal solch einen Eintrag, sind von uns vordefiniert, die Sie dann aber jederzeit gerne ändern können. Zum Beispiel kann man sagen, das ist eine Bestellung, Geschäftsunterlagen, Kfz. Dazu gehören dann zum Beispiel, könnte ich jetzt noch anlegen, Tankquittung oder ähnliches. Das können Projekte sein, Projektinformationen, Quittungen, Schriftverkehre, Verträge, die Sie ablegen. Hier können Sie diese Dokumentenarten und die jeweilige Unterart, dazu wechseln wir nochmal hier in die Konfiguration rein, können Sie die anlegen. Wenn wir zum Beispiel sagen, unter Kfz, da möchte ich jetzt eine Unterart anlegen, dann gehen wir einfach her und sagen, neue DMS-Unterart und definieren die jetzt zum Beispiel als Tankquittung. Und ab diesem Zeitpunkt steht unter Kfz entsprechend auch Tankquittung zur Verfügung, dass Sie wieder in der Dokumentenverwaltung diese Informationen dann zuordnen können. Das heißt, wir können jetzt hierher gehen und sagen, das ist Kfz und die Unterart Tankquittung. Diese Informationen, die Sie hier hinterlegen, können Sie in der Übersichtsmaske dann auch nutzen, um die Artikel leicht finden zu können. Das heißt, wir können hier zum Beispiel sagen, Dokumentenart, ich will jetzt alle internen Dokumente mal zeigen oder aber ich will zum Beispiel von den Angeboten die Informationen sehen. Und das sind die, wo die zugeordnet sind. Und die Dokumentenarten hier vorne, also es gibt zwei verschiedene Arten. Einmal die Art und Unterart, das war jetzt zum Beispiel Kfz. Dann zeigt er mir alle Kfz-Einträge an. Ich habe jetzt eben nicht gespeichert. Wir machen das nochmal schnell. Wählen das Ganze hier aus und sagen, das ist Kfz, die Tankquittung. Und jetzt, wenn ich danach filtere, finde ich natürlich alle Kfz. Und wenn ich hier vorne nach Quittung suche, dann würde ich alle Quittungen suchen, auch wenn es zum Beispiel eine andere Quittung wäre. Wir haben noch ein paar Bereiche, wo man das Ganze weiter nutzen kann. Wir hätten zum Beispiel die Funktion, das ist jetzt die Übersicht. In der Übersicht habe ich die Daten allgemein zur Ansicht. Sie können aber auch direkt hergehen und sagen, in den Stammdaten von einem Artikel oder einem Kunden möchten Sie die Dokumente hinterlegen. Dazu gehen wir einfach mal in einen Beispielkunden rein. Und dann gibt es hier oben den Reiter Dokumentenmanagement. Das heißt DMS. Und hier kann ich jetzt, und dann nehme ich jetzt einfach mal einfach ein Dokument und ziehe das jetzt hier einfach mal rein per Track and Job. Sie können hier oben auch auf Dokumente hinzufügen auswählen gehen. Dann können Sie die auch entsprechend auswählen. Per Track and Job geht am einfachsten. Und jetzt habe ich hier ein Dokument eingetragen, welches, wie Sie hier sehen, automatisch zugeordnet ist zu Kunden und zu der Kundennummer
143. Zusätzlich wurde die Beschriftung direkt auf Arbeit AG Ludwig Arbeit gesetzt. Das ist der Demokunde, mit dem wir gerade hier arbeiten. Jetzt kann ich das Ganze hier nochmal anschauen. Das sind alles nur Demo-Daten, die wir haben. Und könnte jetzt noch weiter verschlagworten und sagen, ich hinterlege noch eine Referenz, einen Kommentar oder bei einer externen Belegnummer. Das wäre dann, kommen wir gleich noch zu, bei den Eingangsrechnungen wichtig. Solange das Ganze nicht abgelegt ist, landet das auch immer noch weiterhin in meinem Briefkasten. Damit das aber nicht zwangsweise in meinem Briefkasten landet, weil ich das vielleicht nicht weiter bearbeiten werde, kann ich das Ganze auch an einen Kollegen weitergeben und sagen, das soll jemand anderes bearbeiten. Und wenn ich das speichere, dann bleibt das natürlich im Kunden verknüpft, aber das erscheint jetzt automatisch bei diesemjenigen, bei dem Mitarbeiter im Briefkasten. Für die Administratoren oder für die Chefs kann auch eingestellt werden, dass diese die Briefkasten der anderen Mitarbeiter sehen können. Damit kann man das hier aufklappen und kann sagen, ich möchte zum Beispiel sehen, abarbeiten, Kollege ist krank, was hat denn noch für Dokumente da, welche müssen noch abgearbeitet werden, welche müssen zugewiesen werden. Die kann ich dann hier einsehen und kann die dann entsprechend weiter zuordnen oder weiterverarbeiten. Sobald das Ganze abgelegt ist und wir jetzt hier zum Beispiel auf Ablegen drücken, dann wird das Ganze ausgegraut und dann sind diese Dokumente in der kompletten globalen Übersicht Dokumente zu finden. Springen wir nochmal zurück zu den Kunden. In dem Kunden haben wir die Informationen jetzt eingetragen. Das Gleiche geht aber natürlich auch bei Artikeln, bei Kunden als auch bei Lieferanten. Oder aber weiterführend natürlich in den jeweiligen Verkaufs- oder Einkaufsbelegen. Wenn ein Kunde von Ihnen zum Beispiel eine Bestellung reinschickt und Sie daraus einen Auftrag generieren, dann können Sie in diesen Auftrag einfach reingehen und können dann unter DMS eine Datei reinschieben. Nehmen wir jetzt zum Beispiel, passt nicht ganz, ziehen diese Datei hier rein und dann ist die zugeordnet zu dem Kunden, zu dem jeweiligen Beleg und kann darüber sauber wiedergefunden werden. Wir haben direkt hier die Verknüpfung, Dokumentenart, Aufträge, die ID ist dann die Auftragsnummer 50 und Sie sehen, hier sind schon die Informationen hinterlegt. Natürlich können die Artikel, die Dateien auch gefunden werden über den Dateinamen selbst. Das heißt, auch danach kann ich filtern. Das Ganze geht in allen Verkaufsbelegen, kann das hinterlegt werden. Arbeitsnachweise genauso. Das heißt, wir können das in den Arbeitsnachweisdokumenten hinterlegen und können damit zum Beispiel die Arbeit auch dokumentieren und dort die entsprechenden Grafiken hinterlegen, wenn eine bestimmte Tätigkeit durchgeführt wurde. Screenshots oder Fotografien, die ich vor Ort gemacht habe bei einem Arbeitsnachweis. Im Einkauf identisch. Wir können hierher gehen und können bei den Bestellungen, Lieferbestellungen bis hin zur Eingangsrechnung können wir die Daten hinterlegen. Und jetzt kommen wir bei den Eingangsrechnungen zu dem Part, dass wir an dieser Stelle natürlich auch hergehen können und sagen, dass dieses Dokument, was ich hinter DMS eintrage, und dazu ziehen wir einfach jetzt nochmal hier ein Dokument rein, haben eine Eingangsrechnung, die entsprechend hier hinterlegt ist. Diese kann ich definieren, dass diese ein DATEV-Dokument ist und speichere das Ganze. Sobald das als DATEV-Dokument definiert wurde, kann ich diese Information auch dann hochladen zu DATEV-Unternehmer online. Wir haben in wenigen Wochen haben wir ein weiteres Webinar. Wir haben vor kurzem erst eins gehabt. Dort wird das nochmal in Detail erklärt. Aber wenn Sie die DATEV-Unternehmen online Anbindung von uns haben und auch vom Steuerberater entsprechend das DATEV-Unternehmen online eingerichtet, dann können Sie hier unter DATEV online nicht nur die Rechnungen hochladen, zu DATEV, sondern Sie können hier auch bei DMS die Datei, die wir eben gewählt haben, auswählen, übernehmen und dann entsprechend direkt zu DATEV senden, sodass Sie dort die Belege an den Steuerberater weitergeben können. Die Verkaufsbelege werden sowieso hier über das DATEV-Unternehmen online weitergereicht, aber hiermit können Sie auch die Einkaufsbelege weiterreichen. Das Ganze wird einfach gesteuert über den Haken DATEV, indem wir hierher gehen und sagen DATEV-Dokument. Haken das an und dann kann das Ganze verwendet werden. So. Wir haben damit jetzt schon gesehen, dass wir die Informationen in den Artikeln Kundenlieferanten hinterlegen können. Wir können das in den Verkaufsbelegen eintragen, um das Ganze zu dokumentieren. Wir können das in den Einkaufsbelegen eintragen. Und haben dazu dann entsprechend noch die globale Ansicht, wo wir die Informationen einfach komplett einfach durchsuchen können.
dann kann ich die Information hier nämlich dann auch an dem Dateinamen wiederfinden. Wenn ich zum Beispiel sage, ich suche meine Flyer, die ich hier eingetragen habe, dann wird entsprechend dieser Artikel auch aufgeführt, diese Dateien. Wir haben noch eine Besonderheit, das sind zum Beispiel globale Dokumente. Wenn ich einen Eintrag hier als, das Kfz machen wir mal raus, das hat hier gar nichts verloren, globale Dokumente wähle bei der Dokumentenart. Ich kann hier natürlich auch sagen, das ist mit etwas bestimmt verknüpft, ein Angebot, Kunde oder sonstiges. Das kann aber auch hier die internen Dokumente sein oder global. Und wenn ich das Ganze als globales Dokument definiere, dann können diese Informationen beim Mailversand an den Kunden weiterverwendet werden. Beim Mailversand an den Kunden gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn Sie zum Beispiel ein Angebot verwenden und möchten dieses Angebot per Mail versenden an den Kunden, dann geht ja die Maske ganz normal auf, um das Ganze rausschicken zu können. Dann können Sie hier auch sagen, ich möchte die globalen DMS-Dateien auswählen und kann sagen, ich schicke dem Kunden vielleicht die Preisliste und einen Flyer mit. Und dann werden diese Dokumente, die Sie global im System hinterlegt haben, auch direkt dem Kunden mitgesendet. Das ist natürlich sehr vorteilhaft, wenn Sie jetzt mobil arbeiten, zum Beispiel an einem Smartphone und möchten schnell Dateien rüberschicken, die Sie aber vielleicht nur am PC haben. Hier können Sie die Dateien alle hinterlegen, das heißt Preislisten, Flyer oder ähnliche Dokumente, Unterlagen als global definieren und dann einfach zuordnen und das Ganze per Mail verschicken. Das Ganze funktioniert nicht nur hier im Belegversand, sondern auch, wenn wir in den Kunden reingehen. Und falls Sie es noch nicht wissen, über diesen roten Pfeil, den wir hier an den Stellen haben, wo zum Beispiel hier die Kundennummer steht, immer dann, wenn Sie diesen roten Pfeil sehen, können Sie direkt in diesen Bereich reinspringen, hier in den Kunden oder hier auch in den Artikel. Wenn ich jetzt hier auf den Kunden mal drauf gehe und gehe in unseren CRM-Bereich rein, kann ich natürlich hier auch einen neuen CRM-Eintrag anlegen für den Versand. Nehmen wir jetzt hier E-Mail und sagen jetzt hier zum Beispiel Informationen schreiben. Informationen zum Produkt. Schreibe hier noch einen Text rein oder aber nutze ich hier die Textbausteine aus unserem System. Kann jetzt hier zum Beispiel einen E-Mail-Text mit übernehmen. Und auch hier können wir beim Mailversand des CRM-Eintrages, das heißt, wir haben jetzt den CRM-Eintrag E-Mail gewählt, dann steht uns auch zur Verfügung, das Ganze per Mail an den Kunden zu versenden, kann ich auch hier jetzt wieder die globalen Dokumentenmanagement-Einträge nehmen und sagen, dem Kunden will ich Flyer 1 und Flyer 2 noch mit dazu senden, wenn ich ihm eine Nachricht aus dem System versende. Wenn ich jetzt hier auf Senden klicke, dann wird per SMTP die Daten, die Information, das heißt die Nachricht, als auch die Dateianhänge direkt an den Kunden gesendet. Und damit habe ich auch die Möglichkeit, diese Information wieder zu verwerten. Das heißt, dass ich nicht nur eine Dokumentenablage habe, sondern die auch in meinen Workflow integrieren kann, wenn ich zum Beispiel Angebote erstelle, Preislisten, Flyer mitschicke oder ähnliches. Und was Sie im DMS-System ablegen, das ist natürlich Ihnen überlassen. Wir haben die Möglichkeiten, verschiedenste Arten von Dateien reinzuschieben. Das können halt Verträge sein, Flyer sein, Preislisten sein, Projektberichte, Bilder, Dokumentation, alles an Dokumente, die entsprechend für Sie und an dem Kunden oder an dem Beleg wichtig sind. Die können Sie alle hier hinterlegen. Es gibt eine Begrenzung. Wir haben eine 2 MB-Begrenzung pro hochgeladene Datei. Dazu haben wir noch die Information, welche Dateien erlaubt sind. Das sehen Sie auch jedes Mal beim Upload. Sollten Sie zum Beispiel eine Datei hochladen, die nicht erlaubt ist, dann kriegen Sie dort kurz auch eine Meldung angezeigt. Wenn ich zum Beispiel hier einfach mal eine Datei reinziehe, dann sehen Sie, ich habe aktuell 22 von 5000 Dokumenten im System und verbrauche 3 von 1000 MB. Die Meldung verschwindet irgendwann natürlich. Sollten Sie das erreicht haben, dann können Sie natürlich bei uns entsprechend weitere Kontingente buchen. Und bei einer Meldung, dass diese Dateiendung nicht erlaubt ist, wir testen jetzt zum Beispiel mal eine DocX-Datei, die können wir genauso reinziehen. Wenn das ein anderes Format wäre, dann würde unser System das melden und sagen, dass Sie ein anderes Format bitte verwenden sollen. So, gucke ich mal kurz nach, ob wir irgendeinen Bereich vergessen haben, welche für das Dokumentenmanagementsystem wichtig ist. Wir haben die Stammdaten, Verkaufs- und Einkaufsbelege, wir haben die Globalübersichten und natürlich die Einstellungen. Das heißt, in den Einstellungen können wir die Arten pflegen, die DMS-Gruppen für die Berechtigung und in den Mitarbeitern können wir die Berechtigung setzen, welcher Mitarbeiter mit welcher Gruppe
Wenn wir zum Beispiel sagen, der Praktikant darf da vielleicht nicht rein, aber die Buchhaltung darf da reinschauen, dann können wir in diesem Bereich natürlich jetzt unter dem Dokumentenmanagement-Bereich ich kurz gucken, dass ich das hier da sind die DMS-Gruppen, da kann ich jetzt definieren, wer darf in welchen Bereich rein, das heißt DMS, DMS-Art, Gruppe oder die Unterart, wer darf die pflegen, wer darf die Bereiche verändern. Das wird hier drüber definiert. Ja, das wäre soweit das unser Dokumentenmanagementsystem. Ich weiß gar nicht, Tobi, haben wir schon Fragen reinbekommen, die auf wir direkt eingehen können? Genau, es sind schon einige Fragen reingekommen. Erstmal natürlich besteht das Interesse zum Zeitpunkt und zum Testen. Das heißt, ich würde mal die erste Frage vorlesen. Ist es möglich, das DMS für einen Testzeitraum freizuschalten mit einem bestehenden Account? Das DMS-System oder alle unsere Bereiche haben wir immer so gemacht, dass Sie entsprechend das in unserem Demosystem ausprobieren können. Genauso wie ich das gerade getestet habe, haben Sie die Möglichkeit, das dort auch selbstständig zu testen. Auch als bestehender Kunde haben Sie die Möglichkeit, jederzeit den Testzugang zum Demosystem neu zu beantragen. Einfach auf unserer Homepage draufklicken und auswählen, das Testen, kostenlos testen, und dann haben Sie immer die Möglichkeit, dort reinzugehen. Am System selbst können wir das sehr schwierig machen, weil die Daten, wenn sie einmal im System sind, natürlich dann irgendwo auch drin bleiben müssen. Das heißt, testen ist an dieser Stelle schwierig. Grundsätzlich wäre aber die Möglichkeit, dass Sie das Modul für einen Monat buchen, das Ganze ausprobieren, und wenn Sie sagen, okay, ist nicht ganz meine Richtung, dann können Sie auch das Modul entsprechend wieder kündigen. Das ist auch möglich. Okay. Die nächste Frage bezieht sich auf den Zeitpunkt, ab wann man es erwerben kann. Wir sehen zwar den Menüpunkt seit dem letzten Update, können aber das DMS-Modul noch nicht kaufen. Ja, das Modul ist aktuell noch nicht unter, wir haben ja hier unter Support die Möglichkeit, verschiedene Module zu kaufen. Sie können das Ganze aber jetzt schon erwerben. Das wird erst im nächsten Update die Möglichkeit sein, das hier auszuwählen. Aber Sie können uns einfach kurz eine Nachricht schreiben, dass Sie das gerne haben möchten, und dann kann das direkt gebucht werden, ab jetzt. Gut, dann haben wir einmal, das ist keine Frage, dass das Ganze nicht über die Android-App funktioniert. Das ist korrekt. Das Ganze, also wir sind die App noch im Moment am Aktualisieren. Die müssen entsprechend anderweitig angesprochen werden. Da gibt es natürlich die Windows-App, die Mac-App, die iOS-App und die Android-App. Und die Apps sind jetzt gerade dabei, aktualisiert zu werden, dass diese entsprechend auch die Dateien dann übernehmen können. Aktuell ist das mit dem Upload eine Funktion, die jetzt noch rein im Browser funktioniert. Im nächsten Update der Apps wird das aber enthalten sein, dass Sie zum Beispiel unter iOS dann einfach auf Teilen klicken und können die Datei auswählen, dass die entsprechend übertragen wird, oder unter Android kann man dann auch auf das Dateisystem zugreifen und kann die Dateien hochladen. Okay, ich habe hier noch einen Punkt, der bezieht sich eventuell darauf, und zwar Tankquittung muss vorher gescannt werden als PDF, denn Direktfoto machen geht nicht, weil die Daten nicht komprimiert werden. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann zum Beispiel auf dem Smartphone einfach von Adobe das Programm installieren. Das ist kostenfrei und kann dann direkt die Tankquittung einscannen und als PDF speichern und dann auch hochladen. Alternativ wird es natürlich bei uns in der App dann auch die Möglichkeit geben, Dokumente direkt einzuscannen. Das ist in der jetzigen App, das ist die erste Phase der Dokumentenverwaltung. Die Apps müssen dahingehend noch aktualisiert werden, und dann kann man in den Apps das auch direkt einscannen und direkt ablegen. Okay. Die nächste Frage, was ist denn mit dem Index? Ist der schon vorvergeben? Da müsste das mit dem, die Frage mit dem Index nochmal kurz tiefergehend erläutert werden, was damit gemeint ist. Okay, dann bitte einmal unten nochmal die Frage etwas genauer erläutern. Wir machen in der Zwischenzeit mit den anderen Fragen weiter. Und zwar, ja, natürlich sehr beliebt, was ist der Preis des Moduls? Ja, das Modul kostet 25 Euro und hat dahintergehend eine Beschränkung der Größen. Wir haben das, Tobi, glaube ich, schon bei uns auf der Homepage. Sie können sich das jederzeit auch ansehen. Und zwar unter Preise. Hier oben sehen Sie übrigens den kostenlos Testen-Button. Da können Sie jederzeit draufklicken und einen Zugang anfordern.
Und wenn wir jetzt hier einmal drauf schauen und gehen jetzt in den Bereich der Module, haben wir bei der Dokumentenverwaltung, hier sehen Sie, dass Sie das dazu buchen können mit 5000 Dokumenten und 2 Gigabyte an Daten pro Monat. Wenn die Menge aufgebraucht ist, kann das bei uns entsprechend mit einem Zusatzmodul erweitern, also ein Zusatzpaket erweitert werden. Okay, das wäre auch eine der Fragen gewesen, ob man das Paket hochsetzen kann. Ich denke, die Frage ist dann damit schon beantwortet. Genau, jederzeit können wir die Größenangaben für Sie erhöhen. Gut, dann haben wir hier eine Frage, die bezieht sich auf DATEV. Wenn im Unternehmen online hochgeladen wird und ich lösche einen Einkaufsbeleg aus dem DMS, ist der Einkaufsbeleg noch da bzw. nachvollziehbar oder komplett gelöscht? Das Dokument, was man einmal hochgeladen hat, bleibt auch dann im DATEV-Unternehmen online. Das wird nicht gelöscht, nur weil es bei uns gelöscht wird. Normalerweise würde man aber einen Beleg an sich innerhalb von DeskCore auch nie löschen. Ich storniere höchstens etwas, aber ich lösche es nicht. Dateien kann ich natürlich theoretisch auch löschen. Da können Sie auch Berechtigung geben, wer darf das löschen, wer nicht. Das wäre beides möglich. Also sofern, wenn die Daten wirklich gelöscht werden sollten, bleiben die natürlich trotzdem bei DATEV-Unternehmen online im System. Gut, die nächste Frage. Gibt es eine Archivierung? Ich nehme mal an, da fehlt ein Über. Gibt es eine Archivierung über 10 Jahre? Die Archivierung, also die Daten bleiben so lange im System, wie Sie das auch gerne möchten. Die bleiben erhalten. Wir löschen keine Daten. Ist auch aktuell nicht geplant, dass irgendeine Funktion eingebaut wird, dass man Daten löscht. Wir werden wahrscheinlich langfristig etwas implementieren müssen, dass man sagt, Informationen, die älter als 10 Jahre sind, können aus dem System rausgelöscht werden. Im Moment ist es so, die Daten werden gespeichert und mit Ablegen werden die dann auch so hinterlegt, dass nicht jeder die wieder nachträglich verändern kann, sodass die halt im System sind und fest hinterlegt sind. Das ist das Ablegen. Speichern heißt nur, dass ich das Ganze vielleicht noch weiter bearbeiten will, aber sobald ich das Ganze ablege, ist das fix. Fix bedeutet nicht, dass man es nicht nachträglich doch nochmal aufmachen kann und nachkorrigieren kann, aber das darf natürlich dann nur derjenige mit entsprechenden Berechtigungen. Okay, so, dann haben wir eine weitere Frage, die bezieht sich auf das GOBD. Gibt es eine Indizierung für die Belege, sprich eine exakte ID mit Revisionssicherheit? Revisionssicherheit gewährleisten wir aktuell noch nicht. Dazu müssen die Dokumente auch umgewandelt werden in ein PDFA-Format 1.2 oder 1.3. Ich weiß gerade nicht, welche Nummerierungen das dahinter genau sind. Das ist angedacht, ob wir so etwas noch machen wollen. Aktuell ist das mehr eine Dokumentenablage und keine revisionssichere Dokumentenablage. Gut. Dann haben wir hier einen kleinen Exkurs, sage ich mal, in Bezug auf die Apps Android für Tablets. Hier kann ich auf meinem Samsung A9 Plus nicht installieren. Wann kommt da was? Ist ein bisschen am Thema vorbei, aber trotzdem wichtig. Das kommt auf die Version natürlich drauf an. Ich weiß nicht, welche Version von Android Sie installiert haben. Wir halten uns natürlich immer relativ an den aktuellen Versionen. Und dann sollte das dort auch installiert werden können. Ich kenne mich bei Samsung jetzt nicht direkt aus, was die Bezeichnung dahinter und welche Baujahrreihe das dann wäre. Grundsätzlich wird es Aktualisierungen in kurzer Zeit von uns geben, wo halt die Funktionen vom DMS auch in den Apps implementiert werden. Und dann sind die Systeme natürlich auch kompatibel mit den aktuellen Android-Versionen. Ältere Android-Versionen fallen natürlich hier und da immer wieder mal raus. Okay, dann nochmal die Frage zu der Speichererweiterung nach den Kosten. Das hast du aber eben schon gezeigt. Möchtest du nochmal kurz darauf eingehen, auf die Erweiterung um 5000 Dokumente? Ich gucke gerade schnell rein, kleinen Moment. Dann sage ich noch schnell, wie der Preis dahinter ist. Den habe ich jetzt auswendig gerade nicht im Kopf. Hier liegt bei 10 Euro für jeweils die Erweiterung um weitere 5000 Dokumente und 2 GB Speicher. Das heißt, die Basislizenz liegt bei 25 Euro und jede Erweiterung bei 10 Euro. Gut, die Frage wurde dann noch zweimal gestellt. Sonst wäre es das aktuell an Fragen. Da schreibt aber gerade noch mal jemand. Genau, wir warten noch einen Moment. Das ist meistens so, dass noch mal ein paar Fragen nachkommen. Oder auch für den Fall, dass wir was überlesen haben, gerne noch mal im Chat reinschreiben. Genau.
zum Samsung-Thema, es wäre die aktuelle Android-Version. Ja, müssen wir uns intern nochmal anschauen. Sollte normalerweise funktionieren, werden wir prüfen. Ganz genau. So, und dann nochmal die Frage, ist es möglich, die Megabyte-Limitierung beim Hochladen hochzusetzen auf beispielsweise 5 MB pro Dokument? Ja, das ist möglich. Standardmäßig halten wir das natürlich ein bisschen kleiner, damit das nicht so schnell aufgebraucht ist, Ihr Volumen, was Sie entsprechend gebucht haben. Wenn Sie das gerne möchten, können wir die Dateiarten als auch die Größe für Sie entsprechend nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Das ist überhaupt kein Problem. Einfach melden und sagen, was Sie benötigen, dann schalten wir das entsprechend frei. Das ist individuell je Kunde einstellbar. Gut, und dann noch eine Frage zu den Dateiendungen. Können auch zum Beispiel EPS-Dateien hochgeladen werden? Ja, das ist im Endeffekt mit der Frage, die ich eben oder was ich eben gesagt habe, auch gleich Genau. mit beantwortet. Wobei man natürlich schauen muss, EPS-Dateien können relativ groß werden. Und es bringt wahrscheinlich nichts, 1,3 Gigabyte Dateien hochzuladen. Dafür ist das System nicht gedacht. Genauso wie man auch CAD-Dateien wahrscheinlich nicht hochladen würde, sondern das ist dann eher Richtung kleinere Bilder, ein bisschen komprimiert vielleicht. Dafür ist das hauptsächlich gedacht. Aber grundsätzlich wären auch EPS-Dateien möglich, ja. Standardmäßig ist es deaktiviert, aber melden Sie sich einfach bei uns und dann schalten wir das für Sie frei. So, na. Das letzte ist keine Frage, sondern eher ein Wunsch. DMS mit GOBD-konform wäre toll, darf auch mehr kosten. Ja, ist auf jeden Fall geplant. Gut, jetzt sind wir wieder unten angekommen. Falls es noch eine Frage gibt, gerne noch mal reinschreiben. Wir warten noch mal einen Augenblick. Genau. Währenddessen zeige ich noch mal ganz kurz für alle, die Deskcore vielleicht noch nicht im Einsatz haben. Sie haben bei uns auf der Homepage die Möglichkeit, natürlich die Preise sich anschauen zu können. Wir zeigen alles öffentlich. Sie können alles einsehen. Das heißt, unter Preise können Sie die Version konfigurieren. Dazu vielleicht noch mal schön gesagt, dass unsere User-Anzahlen, die wir haben, immer danach definiert sind, wie viele Personen gleichzeitig am System arbeiten. Das heißt, Sie können mehr Benutzer anlegen, so viele, wie Sie möchten. Aber die User, die Sie buchen, sind immer die Anzahl, die gleichzeitig im System sich einloggen können. Unter kostenlos testen können Sie immer das Demosystem erreichen und können da auch etwas ausprobieren. Auch nachdem Sie schon Kunde von uns geworden sind, können Sie dort Dinge ausprobieren, um nicht Ihr Live-System sozusagen zuzumüllen mit Informationen. Das können Sie immer in dem Demosystem dann machen. Und für all diejenigen, die noch ein bisschen mehr Informationen benötigen, haben wir mehrfach bei uns auf der Seite auch präsentiert, dass Sie mit uns einen Kostenberatungstermin einplanen können. Einfach hier draufklicken, ist mehrfach auf der Seite aufgeführt. Und dann können Sie sich einen Termin aussuchen, der Ihnen am besten passt, um das Ganze entsprechend besprechen zu können. Der nächste freie Termin jetzt zum Beispiel wäre dann am 4. den Montag. Und dann können Sie sich völlig frei auswählen, welchen Zeitpunkt für Sie am passendsten ist. Okay, gut. Zum Abschluss kommt noch einmal ein kleines Kompliment. Danke, das Quor macht wirklich viel Freude. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ja, das freut uns auf jeden Fall, ja. Okay, gut. Dann wäre dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ja, ich habe gerade noch reingeschrieben, dass das mit den Webinaren eine gute Idee von uns ist. Genau. Ja, auf jeden Fall. Wir bauen auch gerade eine Seite auf unserer Homepage. Das heißt, schauen Sie die nächsten Tage mal kurz rein. Da wird es einen Menüpunkt Webinare geben, wo wir alle Webinare, die wir in der nächsten Zeit abhalten werden, auflisten, damit Sie ganz einfach an den gewünschten Terminen teilnehmen können, um dann einfach ein bisschen mehr über die einzelnen Bereiche erfahren zu können. Ist auch schon aktuell eingebunden und aufzufinden. Dann gehen wir doch gerade mal drauf und schauen das an. Das müsste hier im Fußbereich sein. Genau, hier unter Webinare sehen Sie zum Beispiel unser Dokumentenmanagement-Webinar, was wir jetzt gerade heute haben. Jetzt das nächste Webinar ist dann zum Beispiel nochmal das effiziente Arbeiten mit DATEV. Hier sehen Sie auch schon die nächsten Webinare, die wir machen werden. Termin ist jetzt noch keine bekannt, aber die werden wir in der nächsten Zeit werden wir die freigeben. Die Termine, das ist zum Beispiel dann der Belege-Workflow. Wie arbeite ich vom Einkauf, Verkauf, Abschlagsrechnung und so weiter. Unser Kassensystem mit TSE-Zertifizierung, Fertigung, Arbeitsnachweise oder wie führe ich eine Inventur durch? Das ist natürlich sehr wichtig Richtung Ende des Jahres. Da werden wir auf jeden Fall dann auch noch ein Webinar abhalten. Ansonsten, wenn Sie etwas haben, können Sie auch immer sich gerne an uns wenden. Wir haben auch zum Beispiel bei uns unter dem Menüpunkt Roadmap
eine Wunschkiste aufgeführt. Das heißt, wir sind natürlich immer offen für Verbesserungsvorschläge. Hier dürfen Sie im Bereich der Wunschkiste gerne Verbesserungen einreichen, als auch hochvoten, um zum Beispiel zu sagen, das ist eine Funktion, die hätten Sie gerne, dann einfach einen Klick und dann schauen wir uns die Information an, was ist gewünscht, was wollen unsere Kunden und dann setzen wir diese Funktion dann gerne für Sie um. Ansonsten bedanke ich mich für das Zuhören. Danke, dass Sie dabei waren und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Dasselbe auch von mir. Noch einen schönen Tag und danke fürs Zuhören.